Mal ganz davon abgesehen, dass die Piraten weg sind und eine Handelsflotte in der Gegend ist, die wahrscheinlich gerade hier die Piraten vertreibt und wir kein Schiff mehr haben, läuft doch alles gut. Ich meine, läuft doch alles gut. Wir haben zumindest noch unsere Basis. So ein Scheiß. Ich glaube, das muss ich alles nach in den Untergrund nachher noch verlegen. Okay. Ich glaube, ich stopfe einfach mal das, was ich hier noch gehört habe, alles hier rein, hier, zock, 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 rein, kurz alles verarbeiten. Macht ja nix, macht ja nix. Die Frage ist es natürlich, wenn ich hier das Hauptquartier mache, ich brauche natürlich auch Geschützstellungen und ich glaube. So, wesentlich schöner. Und irgendwas, um unser ganzes Zeug verteidigen zu können, dann wenn man jetzt mal runter guckt, die haben nämlich einige Löcher hier reingeschossen. Diese Hundlinge, ja. Unser schöner grüner Planet einfach zerschossen. Diese elendigen. Aber okay. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Das wird schon noch, das wird schon noch. Das heißt nämlich, wir müssen uns hier mal ein bisschen durch die Gegend buddeln. Zack. Allop, und nochmal zack. Und hier irgendwie rein und dort dann alles reinbauen, weil es ist die Frage. Ich möchte hier eine Straße hinbauen. Jep, ich bin so wahnsinnig, ich baue auf meinem Planet Straßen hin. Heißt, muss hier einen Eingang und einen Ausgang geben. Und das ist ja so ungefähr so ein bisschen symmetrisch. Das heißt, da neu. Es gibt einen mittleren Posten, der das Ganze bewacht. Das heißt, einmal hier rum und einmal auf der anderen Seite. Bleiben wir auf der Höhe eigentlich? Ich glaube ja. Doch, komm. Auf der Höhe können wir auf jeden Fall bleiben. Und wir bauen uns einfach jetzt mal tief ins Gestein rein, und beziehungsweise ist ja vielleicht gar nicht mal so doof. Hüps. Und hüps. Oh, Hallöchen. Das ist doch nett. Wenn man sagen könnte, das machen wir jetzt mal zu. Bitte ein paar Lichterchen hätte ich gerne. Können meinetwegen auch bloß weiße Lichter sein. Hauptsache, ich sehe da drin irgendetwas. Power-Module? Nein, das brauchen wir gar nicht. Chains Production, das auf jeden Fall. Light. Einfach nur 11 Light. Green Root Light. Was machen die hier? Bastoni-Kapseln. Nein, eigentlich brauche ich wirklich brauch ganz normales Licht. Decoration, Decoration, nein. Wo, meine lieben Freunde, habt ihr das Licht versteckt? Oder muss ich was mit Beacon Root arbeiten, irgendwie? Parsec Capsule ist auch gleich. Achso. Plus eins machen wir noch auf jeden Fall. Navigation. Einmal kurz schießen. Dankeschön. Wir sagen, es wird keine Set or Load. Save Current Position als Heimatort. Okay. Dann kann man jetzt sagen, genau dort müssen wir immer hin. Und ich verirre mich auch nicht da. Ey! Kommt hierher! Kommt zu mir! Oder nicht, schießt einfach quer durch die Gegend. Okay, was kommt? Das pack mein. Das pack mein. So. Das ist nachher nach hinten verlagert. Okay. Du warst es nicht. Dann muss es auf jeden Fall du hier sein. Irgendwo finden wir schon noch ein ganz normales Standardlichtchen, mit dem wir uns Blue Light. Ah, okay, da haben wir sowas. Lass mich gerade, ich brauche blaue Farbe dafür. Ich brauche Glas auf jeden Fall. Okay, ui, uiuiui. Das ist natürlich nicht das, was wir so einfach so mal haben. Müssen wir doch mit den Stäben auskommen. Bignut Parson Capsules. Okay, haben wir die denn? Nope. Nope, sagt der Parson, haben wir überhaupt rein gar keine. Das ist natürlich nicht so gut.
Aus dem Capsule. Wie stellt man die eigentlich her? Muss man die irgendwie verbinden? Parson or Raw. Okay. Das ist was Weißes. Moment. Habe ich nicht hier was Weißes gesehen? Moment. Ah, das ist wahrscheinlich irgendwo... Ach Gott. Nicht hier, sondern auf der anderen Seite vom Planeten. Und da habe ich jetzt gar keinen Bock, gerade hinzulaufen. Nee, dann machen wir es anders. Und zwar... Wenn es nicht Parson ist, dann muss es was anderes sein. Ich brauche auf jeden Fall nur hell. Blue Rod. Root. Varad. Ja, okay. Haben wir Varad gerade da? Luke, Tech, Sugar. Sintmat, Jipster, Luca. Wir haben vieles, aber nicht das, was wir brauchen. Der ist ja herrlich. Die ist richtig herrlich. Ja, machen wir noch was anderes gerade übrig. Varad gab es denn so ein. Okay, Black Rootlight, nein, Blue Rootlight, nein. Ich brauche irgendein anderes Licht, irgendeinen anderen Root brauchen wir, irgendeinen anderen auf jeden Fall. Ja, ist auch nicht. Green Rootlight. Bastien, warte mal, Bastien. Euch geht's gut? Euch kann man helfen? Ey, Moment. Wir sind ja befreundet und so, aber Heide Witzka, wenn ihr hier reinstürmt, dann sagt doch zumindest Bescheid, gebt ihr da. Okay. Ihr macht weiter. Schade, ich kann dich nicht abbauen. Und ich angreifen möchte ich das Schiff auch nicht. Das wäre nämlich etwas. Ich glaube, die wollen mich in der Luft zerreichen. Bastien, schauen wir nochmal nach. Bastien. 20 Stück davon. Dankeschön, mitnehmen. So. Die darfst du mir machen. Wie viel brauche ich denn? Immer eins. Okay, dann haben wir 20 Stück auf jeden Fall. Beziehungsweise, ich möchte mal angucken, kann ich das irgendwo hinbauen? Okay. Akzeptiere ich so. Server-Lag. Oh, lass den Server nur lecken. Huiya! Klick. Yippie! Es funktioniert. Es ist giftgrün, aber es funktioniert. Okay. Damit können wir uns in den Berg hineinfressen. Oh ja. Das gefällt mir doch jetzt schon. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Lichter, wenn ich das wirklich machen möchte. Yep. Definitiv. Aber wir kommen mit einem relativ weit. Das freut mich doch zu hören. Das freut mich sogar richtig gut zu hören. Ja, doch. Müssen wir mal gucken, wenn wir jetzt hier sagen... Also wir können auch gleich noch eine Mitte hinsetzen. Wir tun das Ganze einfach mal aussymmetrieren. Zack. Die 20 können da ruhig durchhauen. Das warst du, glaube ich, oder? Yep. Eins nehmen wir gleich mit. Das schaut so giftig aus. Ich weiß nicht, was wir nach mit denen anfangen werden, aber es passt. Okay. Mal schauen, das ist ungefähr die Mitte von dem Ganzen. Das heißt, hier. Zack. Eins. Also jetzt brauche ich wieder einen anderen Lichter dafür. Ich fress mich in den Berg rein, das habe ich gesagt, und das werde ich auch durchziehen. So, einmal hier. Mitnehmen, 6 Stück. Dankeschön. Ja, wenn Sicherheit, dann möchte ich richtig in Sicherheit sein. Und Geschütze können wir nachher immer noch draußen hinstellen. Das geht immer noch. Das heißt, sind weg. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hallöchen. Dankeschön. Ich würde sagen, irgendwie komme ich hier gerade gar nicht voran. Ja, und ich könnte es auch wieder was machen, aber hey. Jetzt mal ganz ehrlich, bei Minecraft macht man das ja auch nicht. Einfach mit Blöcken hier hinsetzen. So, schön. Das funktioniert. Da kommt man weit. Und ich möchte nicht einfach nur ausfinden. Ich möchte was... Oh, Hallöchen? Irgendwie... Oh. Okay. Merke, hier geht's steil nach unten. Zum Glück haben wir da unten Steine noch. So.
Die Seite können wir eigentlich zumachen. Oder? Yep. Die muss hier nicht offen sein. Das ist nur Gestrüpp. Oh Gott, und so viele Löcher wieder hier drin. Na, das schaut doch wesentlich besser aus, wenn man hier ein bisschen zumachen kann. Okay, genau deswegen holen wir aus. Na, dankeschön. Wir bauen hier einfach mal den Gang zu. Na? Jetzt habe ich nichts mehr. Okay, gut. Moment, mal gleich. Also ihr seid echt betrunken. Hey, weh, du krachst schon wieder in meinen Vorgarten rein, dann krieg ich aber eine Krise, krieg ich dann. Weil es ist schön, wenn sie um mich herumschwirren. Greift mich zumindest mal kein Jetzt wollte ich tatsächlich sagen, dann greift mich zumindest kein Planet an. Yep, so viel dazu. Kein Pirat an, wollte ich natürlich sagen. Die Frage ist, reicht das aus? Doch, das sollte nicht mehr als ausreichend sein. Das sollte mehr als ausreichend sein. So. Reingebaut wird hier. Oh, Hallöchen. Wir haben auf jeden Fall noch mehr Hohlräume. Genauso wie hier. Ich glaube, das sollten wir mal zumachen. Wir werden wahrscheinlich nachher wieder alles frei machen müssen bis zum gewissen Teil, aber das macht nichts, Okay. Da soll nichts hin. Oh, das sehe ich doch was rum. Das ist genau die Mitte, deswegen bleibt er auch hier. Wie weit kommen wir überhaupt nach hinten durch? Ein gutes Stück eigentlich, möchte ich doch mal behaupten. Zack, einmal hingebaut. Und weiter geht's nach innen rein. Trollolli und trollala. Abbauen ist doch wunderbar. Die Sicherheit ist echt... nicht die beste. Aber so kommen wir eigentlich gut zurecht. Oh, hallo. Hallo, gewaltiges Loch. Ich glaube, dich wollte ich hier nicht haben. So. Ich glaube, das machen wir. Oh, Hilfe. Ja, du kommst weg und du kommst auch weg. Wichtige Mineralien werden liebend gerne abgebaut. Oh Gott, oh Gott. Bis zum Erdkern runter. Gut, das heißt, wenn ich hier was abbaue, muss ich aufpassen. Und zwar richtig. Okay, Hallöchen. Ich habe mich doch glatt vollkommen über... Dich habe ich auch vollkommen übersehen. Ich glaube, wir wissen, was wir machen werden. Jede Menge grüne Lichter, wenn es hier so weitergeht. Na, darfst du? Ah, bist du im Weg, oder was? Okay, Moment, das haben wir gleich. Moment. So. Jetzt sind wir wieder im Bild. Haben wir hier zu machen. Dankeschön. Okay. Wir können unsere Mini-Hub-Area da reinmachen. Doch, das machen wir einfach. Wir nehmen alles mit, was man so mitnehmen kann. Beziehungsweise... Dankeschön. Habe ich alles dabei? Inventar ist so gut wie voll. Passt. So, mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Okay, haben wir jetzt den... Ja, den Sektor wieder verloren. Okay, macht nichts. Macht nichts, macht nichts, macht nichts. Ha, wir haben eh... Queen Infection macht 145. Last Points gained from online. Last könntet einen... Na gut, gut, das passt alles. Wir machen Fortschritte. So, mitnehmen, 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 mitnehmen. Auf dass uns keiner da drin sehen möge. Huppale. Ist einfach so. Ich sag's einfach 5000 Mal. Es sieht wirklich giftig aus. Okay. Wir brauchen hier bloß ein bisschen reingehen. Beziehungsweise, ja, doch ein gutes Stück eigentlich, weil ich möchte ein Wachhäuschen hinbauen. Das heißt, hier rein.
Ja, doch, doch, das müssen wir auf jeden Fall so weiter hingehen. Aha. Funktionieren. Dann müsste ich eigentlich auf der anderen Seite auch rauskommen, wenn ich jetzt nicht komplett falsch gebaut habe, aber ich glaube, soweit kann ich meinen Augen doch noch vertrauen. Ja, gut. Man merkt, die einfachen Lichter sind einfach nicht dafür gemacht, beide Strecken abzudecken. Hallöchen. Ich würde mal sagen, da haben wir ein kleines Problem. Rock, dankeschön. Da fehlt uns doch tatsächlich ein bisschen der Boden. Na? Zumindest den können wir zumachen. Ja, das sieht doch wesentlich besser aus. Okay. Zumachen, zumachen. Jupp. Wand. 1, 2, 3. Ja, vielleicht müssen wir das ganze Ding noch weiter ausbauen. Aber so ist so gut, so ist schon mal gut. Wir bauen uns hier wunderschön ein. Aber ich nehme mal alle weg. Die Steine hier brauchen wir auf keinen Fall. Oh. Ich hab Glück gehabt und habe sogar extra Bonus bekommen beim Abbau. Oh, das liebe ich. Ich glaube, das passiert nicht, wenn man jetzt mit dem Bildblock baut. Falls doch, bitte korrigiert mich. Meinst du, ich korrigiert mich? Weil ich kann ja nicht alles wissen. So, ne? Einmal das noch vorhin abgebaut. Und wir sind... Hallöchen! Wir können ja noch ein bisschen was an Deckenhöhe gewinnen eigentlich. Warum nicht? Dann fällt das Licht auch besser rein. Jep, Hallöchen, Hallöchen aber auch. Oh. Das wollte ich so natürlich nicht erreichen. Brauchen wir noch einen Fahrstuhl nach oben und alles. Okay. Dann Licht hin. Und nein, dankeschön, das wollte ich nur abbauen. Nur das hier, nur das hier. Die Frage ist natürlich, was brauchen wir denn parkhauslichtermäßig? Was könnten wir da effektiv hinbauen? Ich meine, grün ist bestimmt keine Farbe, die man einfach so gerne hinbaut, überall. Das ist jetzt nicht gehört. Okay, gut. Das hätte ich nämlich gerade einen Riesenanschluss bekommen, weil ich die Farbe grün, das heißt, missgünstigt habe. Du kommst mal weg. Dich brauchen wir hier nicht. Dich brauchen wir auch nicht. Dich brauchen wir gleich. Wir haben jede Menge Steine, das heißt... Füllt das doch mal auf. Dankeschön. Okay. Das sieht mehr als gut aus. Hier können wir jetzt sagen, hey, bau mir doch mal... Achso, wo habe ich den ganzen Bauteil überhaupt hin? Building Block, den baue ich jetzt erstmal. Mit dem bauen wir den Rest nämlich auf. Zack, dankeschön. Und einmal reingehen. So, dann haben wir hier einmal die Wand weg. Das können wir machen. Das durfte mir keiner übernehmen. Dankeschön. So. Die Basic Factory kommt auf jeden Fall dahin. Dann Kapselgenerator auf jeden Fall. Zack. Was wir auf die Wand hin machen könnten, wären eigentlich die Generatoren, wenn ich schon mal dabei bin. Beziehungsweise, einmal kurz rausgehen. Dankeschön. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Ein paar Reaktoren, danke. Euch brauchen wir auf jeden Fall. Advanced brauchen wir, die brauchen wir nicht, das hier brauchen wir, das hier brauchen wir, Microassembly brauchen wir, die hier brauchen wir, Undying brauchen wir, Faction-Modul brauchen wir auf jeden Fall hier unten drin wieder, das gerade nicht, okay, heißt, hoppala, Power Supply, R, zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Läuft. Okay, das Licht muss ich nur anders hinbauen, aber es passt. Dann haben wir hier noch ein bisschen was, und zwar haben wir Undying hier. Den können wir eigentlich hier oben... Katschen wir hier hin. Faction-Modul runter.
Faction Signal. Take Control. Dankeschön. Besser. Supply hier runter. Advanced. Micro Assembly. Standard. Nice. Okay. Eigentlich soll soweit jetzt alles laufen. Der Output ist auf Maximum. Okay, gut. So, dann. Du warst Basic Factory. Capsule Factory. Okay. Die Kapseln kommen wieder alle da rein. Gut, der macht was. Luke, zack, zack. Das kommt rein, das kommt rein, das kommt rein. Ja, was? Du kommst nicht hier rein. Dich brauchen wir vielleicht noch. Und dich hier. So, dann haben wir nämlich wieder alles hier drin. Soweit, so gut. Dann sagen wir noch hier. Brauchen wir nämlich die hier nicht mehr. Dankeschön. Beziehungsweise als Seitenwander eigentlich noch. Komm hier. Und, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zu viel wollen wir natürlich da unten auch nicht zubauen. Denn schließlich geht's noch nach links und rechts weiter. Aber hier machen wir auf jeden Fall zu. Und ich würde sagen, hier bauen wir auch noch gut zu. Na komm, dankeschön, dankeschön. So, dann wollte ich es auch wieder nicht haben. Danke. Hauptsache, wir sind hier drin meist gesichert. Und uns passiert nichts. Trolloli und trollala. Zugebaut ist. Wie wunderbar. Haben wir auch mal was reingebaut. Ich sehe, da unten sind Materialien drin, aber es interessiert mich gerade nicht. Ich möchte einfach nur hier mal einen gewissen Boden haben. So, dankeschön. Da kann ich nichts hinbauen. Da kann ich auch nicht runterfallen. Puh. Okay. So, so und so. Dankeschön. Und eventuell noch so rum reingemacht. Okay. Gut. Wir haben unser Schiff verloren. Aber sind bei weitem noch nicht am Boden zerstört. Die Kapseln produzieren halt immer noch was. Hier. Die Kapseln werden immer weiter schön produziert. Zanga, Crystal Composite. Oh ja, oh ja. Lukas, ja. Red Dirt nicht. Sowieso schade. Okay, gut. Wenn Red Dirt nicht, dann kommt es hier rein. Der Rest aber schon. Dankeschön. Das heißt, ich muss mir jetzt erstmal überlegen. Ne, ich glaube so, lassen wir es einfach mal. Und ich überlege mal, wie ich mit dem Ganzen hier jetzt weiter verfahre, bevor wir jetzt hier noch eventuell noch einen weiteren... Oh, Hallöchen. Die kreisen immer hier rum. Egal. Bevor wir jetzt weitere Fehler machen. Hoffe ich, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Den Piraten werden wir uns natürlich noch zeigen. Das aber in einer anderen Folge. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet. Bis dato, macht es gut. Und wie immer, tschüssi. So, was mache ich in meiner radioaktiven Höhle?